Sieben Tage bis zur Ewigkeit. Ewigkeit. Können wir es glauben, können wir es fassen? Ewigkeit. Hier verrinnt die Zeit, jede Sekunde zählt. War noch gar nicht so lange hierher, da saßen wir hier vor einem Jahr, haben gesagt, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Jetzt sitzen wir wieder hier. Und unaufhörlich läuft die Zeit, bis wir in der Ewigkeit sind. In der Ewigkeit haben wir den nie endenden Tag Gottes. Der letzte Punkt wird es uns nochmal klar machen. Der Tag der Ewigkeit wird er genannt. Der Tag der Ewigkeit, weil er nicht mehr endet. Es ist und bleibt immer derselbe Tag, wenn ich das so sagen darf. Es ist der Tag der Herrlichkeit Gottes, der für jeden Menschen kommt, der an Jesus Christus glaubt. Es ist der Tag, wo Gott uns keine Antwort mehr schuldig bleibt. Wo Gott alles in allem ist. Wo wir ihn sehen, tasten, hören können. Wo er alles erfüllt, uns umgibt. Wo er, ja, ich möchte mal sagen, bildlich gesprochen, neben uns sitzt, uns begleitet. Das ist die Hoffnung. Aber bis zu diesem Tag der Ewigkeit durchlaufen wir neutestamentlich verschiedene Tage. Tage nun nicht im Sinne von 24 Stunden, sondern Tage im Sinne von Zeitepochen. Und diese Zeitepochen, auch Tage genannt, die gehören zu dem Heilsratschluss Gottes, zu seinem Weg mit dieser Welt, bis wir die Ewigkeit erreicht haben. Manche Tage kommen nacheinander. Manche Tage, das werden wir nachher sehen, laufen auch parallel zueinander, miteinander. Man könnte fast sagen, zwei Tage in einem Tag. Ich hoffe, dass wir es nachher verstehen werden. Sieben Tage, neutestamentlich, bis zur Ewigkeit. Wir beginnen mit 2. Korinther Kapitel 6, Vers 2. Der erste Tag, es ist der Tag des Heils. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt, Tag des Heils. Dieser Tag des Heils, das ist etwas ganz Besonderes, Einzigartiges in der Weltgeschichte. Dieser Tag des Heils begann mit dem Kommen des Erlösers, unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Die Zeit vorher war eine ganz andere. Interessanterweise, ich gehe davon aus, dass Sie alle, die Sie hier sitzen und uns zuschauen, dass Sie alle Psalm 22 kennen. Ja, ist das so? Psalm 22, das ist ja der Psalm der Psalmen. Das ist der Psalm der Kreuzigung Jesu. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Psalm der Auferstehung Jesu. Das ist der Psalm der Erlösung Gottes durch Jesus Christus, seines Leidens am Kreuz, als auch seiner Auferstehung. Und dieser Psalm beginnt mit einem einzigartigen Titel. Geflissentlich überlesen wir das. So manchmal so diese Einleitungen zu den Psalmen, aber die sind auch geistinspiriert, die gehören dazu. Und Psalm 22 beginnt mit dem Wort, dem Vorsänger nach der Melodie Hindin, der Morgenröte. Ein Psalm Davids. Also das Wort Morgenröte, das bringen die Ausleger in die Verbindung mit dem Anbruch dieses neuen Tages. Gott schenkt uns einen neuen Tag, einen Neuanfang, eine neue Heilszeit. Mit Jesus ging die Sonne auf zu diesem Tag des Heils. Und seitdem
haben wir ein ganz besonderes Vorrecht. Wir können es manchmal nicht fassen. Das haben Menschen vor und diesen Tagen nicht gehabt, in denen wir leben, schon 2000 Jahre. Das werden Menschen in dem Sinne nach unserer Zeit, wie wir es heute haben, auch nicht mehr so besitzen. Gott rettet ausnahmslos jeden für alle Zeit und Ewigkeit, wer auch immer den Namen des Herrn anruft. Das ist unwahrscheinlich. Sehen wir die Größe Jesu, die Kraft seines Werkes? Und darum ist der Tag des Heils immer jetzt, hier und heute, schon 2000 Jahre lang. Und ich möchte mal so sagen, solange sie leben, jetzt, hier und heute, Tag des Heils. Darum ermutigt uns ja auch das Wort, das lese ich Ihnen so, das steht jetzt nicht an der Leinwand, das heute ernst zu nehmen, wenn die Bibel sagt, in Hebräer 3,7 zum Beispiel, darum heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Oder Vers 13, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt. Warum? Solange es heute heißt. Weil es einen Morgen gibt, wo das nicht mehr möglich ist. Weil wir heute in diesem Tag des Heils leben. Ich wiederhole mich, schon 2000 Jahre. Aber dieses Heute geht einmal zu Ende und dann geht die Sonne wieder unter, dann wird es wieder Nacht. Dann kommt die letzte Stunde, der Antichrist, steht ja alles in der Bibel, ja? Gerettet zu werden, Vergebung zu erlangen, ist an diesem Tag des Heils nicht gebunden oder sagen wir nicht mehr gebunden an einen speziellen Ort, an einer bestimmten Zeremonie. Jeder, egal welcher Kultur, welcher Herkunft, welcher Rasse, welcher Hautfarbe, egal welchem sozialen Hintergrund, egal mit welchen Taten, wer zu Jesus kommt und ihn bittet, wird angenommen. In dieser Tage bekamen wir ein wunderschönes E-Mail von unserem Bruder Elia Morise, der, wir hatten ja schon gesagt, in der Weihnachtszeit, der reist am 23. Dezember nach Brasilien. Heiligabend saß er im Flughafen, im Flugzeug. Und er ist jetzt noch nach Australien. Und er ist jetzt noch, er befindet sich noch in Australien. Und da schickt er uns ein Foto aus dem Flugzeug. Neben ihm sitzt eine Chinesin, eine chinesische Studentin, die in Deutschland studiert. Elia Morise kam mit dieser Frau, er ist ja ein wunderbarer Evangelist, kam mit dieser jungen Frau aus China ins Gespräch. Und dann schrieb er, morgens um 1 Uhr, also nach Mitternacht, hat diese junge Frau sich bekehrt. 10.000 Meter Höhe. Ich weiß nicht, auf welchem Breiten- oder Längengrad. Man könnte sich fragen, ja, guckt Gott denn auch in das Flugzeug rein? Ja? Hört er das denn auch? Sieht er das denn auch? Offensichtlich. Jeder, der den Namen des Herrn ruft, egal wo, ohne große Zeremonie, kein Schema einhalten müssen. Ja? Kürzlich sagte mir auch eine junge Frau, ja, ich war bei euch auf der Tagung in Sindelfingen, jetzt gerade und dann wurde ich von der Botschaft berührt und dann habe ich einfach in meinem Herzen geredet zu Gott und auf einmal war alles neu. Auf einmal war alles neu. Ist doch unwahrscheinlich. Der Tag des Heils. Kein Unterschied mehr zwischen Jude, Heide. Zwischen Knecht oder Freier, reich oder arm, Mann oder Frau. Gott ist reich für alle. Tag des Heils. Das ist die
Chance für unsere Welt, die Gott jetzt schon so lange währen lässt. Das ist die Chance. Wer das nicht nutzt, so bitterlich arm. Der Hebräerbriefschreiber sagt, heute, so ihr seine Stimme hört, haben wir gelesen. Damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Es ist so schlimm, betrogen zu werden. Es ist bitter und tut weh. Der schlimmste Betrug ist die Sünde. Oder wenn man die Erlösung hinausschiebt und den Tag des Heute, des Jetzt, der Tag des Heils nicht nutzt. Das sagte ja mal jemand, des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Da ist noch Zeit. Noch Zeit. Zweitens, der Tag des Menschen, 1. Korinther Kapitel 4, Vers 3 bis 5. Ich danke an dieser Stelle übrigens der Redaktion, die immer im richtigen Moment den Bibelvers zeigen, aufleuchten lassen. Auch Gabriel hinten am Mischpult, vielen Dank. 1. Korinther 4, 3 bis 5. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich selbst nicht, denn ich bin mir nicht bewusst. Aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Richtet nicht vor der Zeit. Also das habe ich mir wirklich auch hinter die Ohren geschrieben. Man hat ja so seine Methodik, andere haben ganz andere Methodik, ja? Ganz anderes System, vielleicht in ihren Gemeinden. Es muss nur biblisch sein, aber wie schnell zeigen wir mit dem Finger darauf, es ist nicht unsere Methodik, es entspricht nicht uns, die Art zu arbeiten und so weiter. Und schon richten wir. Und Gott sagt, richtet nicht vor der Zeit. Bis der Herr kommt, der wird das Herzensmotiv darlegen. Sein Herz hat gestimmt, deine Methodik hat dir nicht gepasst. Sein Herz hat gestimmt und er kriegt Lohn. Ja? Hand aufs Herz. Was ist das? Der Tag des Menschen. Warum nenne ich das so? Es gibt Parallelen dazu. Der Begriff menschlicher Gerichtstag bedeutet von den Prinzipien, die Menschen in den Tagen dieses Zeitalters aufstellen, gerichtet zu werden. Mann und Maus, Christ oder nicht Christ. Und dieser Tag des Menschen, das ist jetzt so ein Tag, der läuft parallel zum Tag des Heils. Nicht chronologisch hintereinander, sondern diese beiden Tage laufen miteinander, weil es gibt ja ein Gottesreich und ein Weltreich. Und dieser Tag des Heils läuft auf der einen Seite für jeden, der Jesus anruft, das Heil gilt aller Welt, aber dem sozusagen gleichgestellt haben wir den Tag des Menschen. Und darum wird dieser Tag des Menschen auch genannt, mit anderen Worten in der Bibel, der Zeitlauf dieser Welt. Verstehen Sie? Der Zeitlauf dieser Welt. Hier steht das Weltreich unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt, der jetzt seine Wirksamkeit hat in den Söhnen des Ungehorsams, gegenüber dem Gottesreich. Es ist die Zeitperiode, der Tag des Menschen, in welcher der Mensch regiert, und jetzt erschrecken Sie nicht. Vielleicht hilft es Ihnen aber. Es ist die Zeitperiode, der Tag des Menschen, in welcher der Mensch regiert, ohne dass Gott eingreift. Nur individuell, um den einzelnen Menschen herauszuretten, der ihn anruft. Das Evangelium wird global verkündigt, aber das geschieht geistlich und das geschieht unsichtbar.
Sichtbar leben wir in dieser Welt. Und Gott lässt am Tage des Menschen der Welt, ich setze das natürlich in Anführungsstriche, freien Lauf. Einen gewissen freien Lauf. Reich Gottes, wie gesagt, unsichtbar, befindet sich inwendig in den Gläubigen. Das Reich dieser Welt ist sichtbar. Und hier sitzt der Mensch auf dem Thron und erwähnt sich, alles selbst in die Hand nehmen zu können. Er sucht nur, sich selbst zu verherrlichen und sich selbst zu erhöhen. Denken wir jetzt mal Tag des Menschen, denken wir mal an unsere Welt, so wie wir sie heute Abend haben, nennen wir mal einige Begriffe wie zum Beispiel UNO, EU, ja, NATO, Internationaler Gerichtshof in Den Haag, Europäischer Gerichtshof in Luxemburg, Gerichtstag des Menschen. Die Menschen setzen die Ziele, das Programm, die Urteile, sie bestimmen und Gott wird ausgeklammert. Weltgemeinschaften auf allen Gebieten, wo der Mensch selber sein Ziel erreichen will, sein tausendjähriges Reich erreichen will, aber eben alles ohne Existenz Gottes. Er setzt sich zum Richter über alle Dinge. Ob das Umwelt ist, ob das Familien sind, ob das Euthanasie ist, egal was es ist. Ob das Wirtschaft ist, der Mensch bestimmt, ohne dass er Gott zu Wort kommen lässt. Eigene Kraft, eigene Autorität. Und Gott lässt ihn gewähren. So lange, bis er eines Tages öffentlich in das Geschehen eingreift. Heute tut er es noch nicht. Jedenfalls nicht in dem Sinne. Natürlich kann Gott heute, er erhört die Gebete der Kinder Gottes, das ist ja selbstverständlich. Er beschützt uns, das ist ja selbstverständlich. Er kann dich vor einem Unfall bewahren, dafür beten wir, wenn wir auf die Straßen gehen oder fahren, nicht wahr? Er kann auch ein Unglück als solches verhindern. Aber das sind dann wirklich Wunder, das ist nämlich dann, ein Wunder ist immer, dann, wenn es die wirklich absolute Ausnahme ist. Sie verstehen mich, ja? Ansonsten ist es fast so, als wenn die Dinge ihren Lauf nehmen. Sie stehen natürlich unter der Kontrolle Gottes. Aber viele Dinge lässt er freien Raum. Und dadurch lässt sich erklären, warum alles so seinen Lauf nimmt. Vielleicht haben Sie sich schon oft diese Frage gestellt. Ohne dass Gott einzugreifen scheint. Es passieren so viele Dinge und man stellt sich die Frage, wo ist Gott denn überhaupt? Warum unternimmt er nichts dagegen? Schreckliches Erdbeben in, sagen wir mal, Japan. Fürchterliches Unglück hier und da. Ein Schiff geht unter. Indien, da wird eine junge Frau, 23 Jahre alt, Studentin, ich glaube sogar Medizinstudentin, von 6 Männern vergewaltigt, mit Eisenstangen traktiert. Zum Schluss stirbt sie. Die ganze Welt steht Kopf. In Israel das Tohu Wabohu. Warum greift Gott nicht ein? Gott lässt dieser Welt noch einen gewissen Freiraum. Wie gesagt, er greift nur ein, individuell, und das geschieht oft auf geistlicher Ebene, obwohl er jederzeit Wunder tun kann. Die Katastrophen und Unglücke sind noch kein direktes Gericht Gottes, weil dieser Tag noch gar nicht da ist. Lässt er diese Dinge, er lässt sie zu,
Das sind die Konsequenzen des menschlichen Handelns in der Gottabgeschiedenheit, der Tag des Menschen. Weil seine sichtbare theokratische Herrschaft noch nicht gekommen ist, dann wird es ganz anders. Dann wird, wenn der Herr kommt, wenn er da ist, wenn das messianische Reich da ist, ja, dann ist er direkt da, dann greift er direkt ein. Im Guten und im weniger Guten, auch gerichtsmäßig gesehen. Dann steht alles unter seiner direkter Kontrolle, jetzt auch. Unter seinem direkten Einfluss, jetzt natürlich auch, aber anders. Ganz anders. Gott lässt den Menschen einen gewissen Freiraum, weil die Menschheit erkennen muss, wo es ohne ihn hinausläuft. Diese Zeit dient dazu, die ganze Unfähigkeit des Menschen ans Licht zu bringen. Deshalb beschreibt der Apostel Paulus auch diese Zeit als eine menschliche Weltzeit, in der die Weisheit dieser Weltzeit an der Spitze steht und die Herrscher dieser Weltzeit regieren. Sehen Sie, immer Herrscher dieser Weltzeit. Ja? 1. Korinther 2,6. Aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen. Sonst müsste es doch heißen, der Herrscher Gottes. Ja, er ist der. Er ist ja Gott. Er hat es so bestimmt. Er hat es so bestimmt. Dass jetzt der Tag des Menschen da ist, wann der begonnen hat, vielleicht schon bei der Sintflut, vielleicht schon vorher, ich weiß es nicht. Aber wo Gott in gewisser Weise Freiraum lässt. Zur Zeit Israels, da war er in Israel gegenwärtig. Da war er sichtbar gegenwärtig. Da hat er eingegriffen, da hat er Wunder gewirkt. Das passiert heute nicht mehr so. Drittens, komm nachher darauf zurück, drittens, der Tag der Erlösung. Epheser 4,30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Ja, so schlimm der Tag des Menschen ist, der Tag der Erlösung ist umso besser. Hiermit wird der Tag beschrieben, der uns von unserem Körper und der Vergänglichkeit befreit. Das ist der Tag der Erlösung. Tag des Heils, wir sind von neuem geboren, weil wir an Jesus glauben. Und jetzt warten wir mit unserem Leib, der ja doch älter wird von Jahr zu Jahr, auf den Tag der Erlösung, wo eben das Sterbliche nicht mehr stirbt. Und wo Gott uns endgültig in das Bild Jesu Christi umgestalten wird. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist auch unser Vater in Jesus Christus. Wir sind seine Kinder. Es ist der Tag, an dem man einen Herrlichkeitsleib erhält und die Innewohnung des Heiligen Geistes, das ist so etwas Fantastisches, das ist der Garant, das ist das Siegel, das ist das Unterpfand, das ist die hundertprozentige Gewissheit. Und wir dürfen Gott so dankbar sein, dass er dieses Siegel in uns hineingelegt hat, dass er diesen Heiligen Geist Ihnen und mir gegeben hat, der uns immer wieder bestätigt, du bist versiegelt, du gehörst jetzt schon genauso Gott wie in alle Zeit und Ewigkeit, nur lebst du jetzt noch im Leib, aber ich bin dir gegeben, damit du weißt, die Erlösung deines Leibes kommt am Tag der Auferstehung. Hundertprozentig versiegelt. Mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Ist ja schön, dass Gott uns diese Vorausgnade schenkt. Römer 8,23. Auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung der Erlösung unseres Leibes. Sehen Sie die Sohnesstellung. So wie Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. So eine tolle Garantie, die Gott uns gibt. So war Jesus auferstanden. Wenn wir uns fragen, werde ich wirklich auferstehen? Manchmal haben wir ja diese Frage, ja? Werde ich wirklich auferstehen? Dann fragen Sie sich, ist Jesus auferstanden? Und wenn Sie sagen müssen, ja, Jesus Christus ist auferstanden, dann gilt Ihnen das genauso. Dann werden Sie genauso auferstehen.
Und wenn sie, der sie an Jesus glauben, nicht auferstehen würden, dann können sie davon ausgehen, dass auch Jesus nicht auferstanden ist. So hundertprozentig ist es. Und dann, bis auf den Tag der Erlösung, Offenbarung 21,4, und Gott wird abwischen alle Tränen. Und der Tod wird nicht mehr sein, kein Leid mehr, kein Geschrei mehr. Das mag die Frau geschrien haben, als sie von 6 Männern vergewaltigt worden ist. Kein Schmerz mehr, das Erste ist vergangen. Ein ewig lebender Leib. Und der Heilige Geist, ich möchte darauf zurückkommen, weil das ist, finde das so interessant, dass immer diesbezüglich immer wieder der Heilige Geist ins Spiel kommt. Wir hatten gelesen, mit dem ihr versiegelt worden seid, mit dem Heiligen Geist für den Tag der Erlösung oder hier Römer 8, 23. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Und jetzt Epheser 1, 13, 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Wieder Erlösung, immer wieder Heiliger Geist. Die Reihenfolge ist ja genauso, wie sie ist. Ja? Erstens gehört, wir haben das Wort gehört, das Evangelium. Gott bringt uns die Botschaft. Zweitens geglaubt, gläubig wurdet. Drittens die Konsequenz, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und das jetzt bis auf den Tag der Erlösung, der Auferstehung. Also, ein Siegel, ich habe das nachgeschlagen, ein Siegel ist eine Form der Beglaubigung von Urkunden oder Sicherstellung, Verschluss der Unversehrtheit von Gegenständen oder Behältnissen. Ein Siegel, Beglaubigung, Sicherstellung der Unversehrtheit. Gibt es Heilsgewissheit? Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist uns als Garant gegeben. Du kannst nicht verloren gehen. Du hast den Heiligen Geist gekriegt. Der verlässt dich nicht. Aber, ja, wieso ist das denn manchmal, wenn wir so unsicher werden und Zweifel kriegen und so? Paulus sagt natürlich, betrübt nicht den Heiligen Geist. Ich meine, wenn wir durch einen ungeistlichen Lebensstil, sagen wir mal der Welt nach und nicht dem Geist nach, unser Leben führen, dann wird ganz automatisch der Glaube in uns schwacher. Und dann tröstet uns der Heilige Geist nicht mehr. Er straft uns, ja? Er tröstet uns nicht mehr. Und dann sind wir unbewehrt. Und demzufolge auch unsicher. Und auf einmal können wir nicht mehr klar erkennen, ob Jesus in uns ist oder nicht. Und so verlieren manche die Heilssicherheit, obwohl sie eigentlich da ist. Aber der Trost geht ihnen abhanden. Ja? Weil der Heilige Geist in einen weltlichen Lebensstil nicht toleriert. Und das ist es, wenn wir den Heiligen Geist betrüben, dann kommen plötzlich Zweifel und ja, ist das auch so? Und der Zweifel nehmen zu und immer zu, und man hat keine Lust mehr zu beten und dieses und jenes. Und wenn man das dann dem Herrn Jesus bekannt hat und man hat wieder darüber Vergebung und kommt die Bestätigung wieder und wieder die Freude und all das kehrt zurück. Viertens, der Tag Jesu Christi. Dafür gibt es viele Bibelstellen im Neuen Testament, repräsentativ nur Philipper 1,6.
weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Nun, Tag des Heils, Tag des Menschen, Tag der Erlösung, Auferstehung, Tag Jesu Christi, was ist das? Der Tag Jesu Christi geht wiederum parallel eins mit dem Tag der Erlösung. Der Tag Jesu Christi beschreibt die Entrückung. Das ist der Tag Jesu Christi für die Menschen, die an ihn glauben, für seinen Leib, für seine Glieder. So wie das Gemeindezeitalter mit Pfingsten begann, so wird es mit dem umgekehrten Pfingsten bei der Entrückung enden. Und dieser Tag Jesu Christi, wo er nur für seine Gemeinde kommt, nur für die, die mit seinem Namen verbunden sind, die seinen Namen angerufen haben, für die beinhaltet die Entrückung dann Siebenfaches. Laut 1. Thessalonicher 4 und 1. Korinther 15, das sind ja die beiden Hauptstellen über die Entrückung. Und da wird uns Siebenfaches offenbart. Erstens, bei diesem Tag handelt es sich um ein Geheimnis, das nur dem Apostel Paulus eröffnet worden ist. Keinem anderen Menschen, keinem Petrus, keinem Jakobus, keinem Judas, keinem Johannes. Ich persönlich bin davon überzeugt, Sie werden in den Petrusbriefen, im Johannesbrief, im Jakobusbrief nichts über Entrückung finden. Das müssen Sie wissen, wenn Sie die Bibel studieren, sonst kommen Sie nämlich ins Durcheinander. Nur Paulus redet über die Entrückung in Bezug der Gemeinde Jesu. Die anderen sprechen über die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit, nicht über die Entrückung. Zweitens, es ist der Tag der plötzlichen Verwandlung derer, die entschlafen sind, also die verstorben sind, und derer, die noch leben. Die werden plötzlich auferweckt bzw. verwandelt werden. Drittens, diese Verwandlung geschieht ohne Vorwarnung, plötzlich in einem Augenblick, also ich glaube im Urtext heißt es in einem Atomos, also man sagt in einem schier unteilbaren Moment, zur Zeit der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und dann passiert es. Viertens, die Botschaft über die Entrückung ist eine hoffnungsvolle, frohmachende, trostreiche Gewissheit. Sie sollte deshalb viel mehr verkündigt werden. Fünftens, es ist eine Botschaft bzw. eine Offenbarung, die vom Herrn selbst kommt. Das hat sich nicht der Paulus erdacht, sondern der hat eine spezielle in der Abgeschiedenheit, in einer speziellen Offenbarung diese Entrückung dargelegt bekommen. Darum schreibt nur er darüber. Das ist sein Evangelium, sagte. Von mir, dem Apostel der Nationen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Also, manchmal kommen auch da die Zweifel, gibt es wohl eine Entrückung? Ich mache es mir einfach. Das sagen wir euch als ein Wort des Herrn. Fass da aus. Sechstens. An jenem Tag werden alle Menschen, die Glieder an seinem Leib sind, von dieser Erde weggenommen oder auferstehen. Keiner bleibt zurück, auch nicht die unreifen Christen, auch nicht die wiedergeborenen Christen, die nicht so wandeln, die vielleicht sogar den Heiligen Geist betrüben, entrückt werden sie, denn sie sind versiegelt. Das können sie nicht verlieren. Alle werden entrückt. Dann werden sie beurteilt vor dem Preisrichterstuhl Jesu Christi. Siebtens, sie werden dem Herrn in den Wolken entgegengerückt werden zur Begegnung mit ihm in der Luft, um dann alle Zeit bei dem Herrn zu sein. Nun, letzte Posaune, so mal zwischendrin. Bei dieser letzten Posaune kann es sich nicht um die siebte Posaune in der Offenbarung handeln, das meint man ja immer wieder, ja? Die siebte, letzte Posaune, ja, ist das die siebte Posaune in der Offenbarung? Nein, warum nicht?
Weil es die Bibel selber sagt. Wie? Offenbarung Kapitel 10, Vers 7. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es, jetzt achten Sie darauf, wie er es seinen Knechten, den Propheten als Heilsbotschaft verkündigt hat. Es geht hierbei um ein Geheimnis, das den Propheten verkündigt worden war. Ja? Ja, jetzt haben wir doch eben gesagt, die Offenbarung ist dem Apostel Paulus, die Entrückung ist dem Apostel Paulus offenbart worden. Wäre mit diesem Geheimnis also die Entrückung gemeint, dann müsste da ja stehen, das Geheimnis Gottes, wie er es seinen Knechten, den Aposteln, explizit dem Apostel Paulus geoffenbart hat, oder? Steht aber nicht da. Also kann es gar nicht die Entrückung sein, muss ein anderes Geheimnis sein. Ja, welches Geheimnis ist denn den Propheten offenbart worden? Das Geheimnis des messianischen Königreichs. Ja, wo steht das denn? Offenbarung Kapitel 11, Vers 15, 17, da haben wir die Antwort. Hier wurde es noch gesagt, also schon, ja, ist gut, alles klar. Jetzt ist es soweit. Das Geheimnis, dass du deinen Propheten verkündigt hast, bei der siebten Posaune. Und jetzt schallt die siebte Posaune. Und was steht da? Entrückung? Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Kein Wort von Entrückung. Dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Also, wenn Offenbarung 10, 7 sagt, in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunt, wird das Geheimnis Gottes vollendet, dass er seinen Propheten offenbart hat. Und jetzt lesen wir in Kapitel 11, da bläst der siebte Engel und er sagt auf einmal, ja, jetzt sind die Königreiche der Welt unserem Christus geworden und du trittst deine Königsherrschaft an, dann wissen wir, was das Geheimnis ist. Nämlich die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit, wo er die Königreiche der Welt in Besitz nimmt und sein messianisches Königreich aufrichtet. Nicht die Entrückung. So, fünftens. Der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 2. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Total überraschend. Die Leute können heute noch denken, es ist alles wunderbar, Mensch, das läuft doch eigentlich ganz prima jetzt wieder und so. Aufschwung hier und da und kein Krieg und im Moment relativer Frieden und so. Boom! Dieb in der Nacht, der klingelt nicht vorher, ne, und sagt, entschuldigen Sie, ist keiner da. Darf ich mal Ihre Wohnung ausräumen? Was halten Sie davon? Ja. 2. Thessalonicher 2,2. Dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern lasst, noch erschreckt werdet, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Briefe, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Der Tag des Herrn ist noch nicht da, weil der Tag des Heils noch da ist. Und solange der Tag des Heils da ist, ist noch nicht der Tag des Herrn da. Jetzt haben wir noch des Menschentag und Gott lässt noch Gnade walten. Er lässt der Welt einen gewissen freien Raum, Tag des Menschen, mit Katastrophen, die er zulässt. Aber es ist immer noch nicht das direkte Eingreifen Gottes. Dieses geschieht erst am Tag des Herrn. Der wird im Alten Testament schon beschrieben an unseligen Stellen, der Tag des Herrn. Dann im Neuen Testament an mehreren Stellen. Er wird verschieden bezeichnet. Tag des Zorns, Tag der Angst,
Tag der Finsternis, Tag der Untersuchung, Tag der Rache, der Tag, Tag des Gerichts, etc., etc. Also, ich sage es nochmal kurz. Wir sprachen vorhin über den Tag des Menschen, in welchem Gott den Menschen gewähren lässt. Bis an konnten sie versuchen, ein eigenes Reich aufzurichten, sich selbst auf den Thron zu setzen, zu spotten, zu lästern und sich von jeglicher Herrschaft Gottes zu distanzieren. Und Gott schwieg. Er hält sich zurück. Wegen dem Tag des Heils. Jetzt greift Gott wieder öffentlich in die Geschehnisse ein. Jetzt wirkt er direkt vom Himmel. Erst die Katastrophen, die in der Offenbarung zum Tag des Herrn beschrieben werden, beschreiben uns das direkte Eingreifen Gottes. Er schweigt nicht länger, er brüllt. Der Tag des Gerichts ist gekommen, an welchem Jesus Christus wiederkommen soll, um dann seine theokratische Herrschaft aufzurichten. Bis dahin wird unsere Situation auf Erden ähnlich sein, wie Habakuk sie zu seiner Zeit beschrieb. Habakuk 1,13. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zusehen. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu? Trifft das nicht auf unsere Zeit zu? Während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er. Erst am Tag des Herrn wendet sich das Blatt. Jetzt ist die Zeit des Menschen abgeschlossen. Es beginnt der Tag des Herrn, den die Menschen, die Könige der Erde, dann so nennen. Offenbarung Kapitel 6, Vers 17. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen. Ja? Tag des Menschen ist vorbei. Das erkennen die Menschen. Jetzt ist aus. Jetzt können wir nicht mehr weiter. Jetzt greift Gott sichtbar ein. Und dieser Tag betrifft dann natürlich ganz speziell die Zeit, die in der gesamten Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, beschrieben wird. Das ist der Tag des Herrn. Was steht in der Offenbarung? Gerichtszeit, Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit, Aufrichtung des messianischen Reiches 1000 Jahre lang. Und Johannes beginnt seine Erzählungen mit den Worten, oder seine Offenbarung mit den Worten, Offenbarung 1,10. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Ich habe mich lange damit befasst. Ich habe immer gedacht, ja, und man liest ja auch dann Auslegungen und viele sagen, ja, das ist der Sonntag. Ich war im Geist am Tag des Herrn an einem Sonntag. Ich habe dann auch andere Auslegungen gelesen. Zum Schluss muss man sich selber für was entscheiden, wenn man auch selber dann versucht, die Parallelen herzukramen und so weiter und so fort. Und ich habe mich dafür entschieden persönlich. Ich glaube nicht, dass mit diesem Tag der Sonntag gemeint ist. Ich glaube es nicht. Ich war im Geist am Tag des Herrn. Am Tag des Zorns. Und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Es ist nämlich interessant, Sie können nachschlagen in der Bibel, das ist ja ein Grundsatz der Auslegung. Man soll ja immer gewisse Stellen, wenn man vergleichen mit anderen Stellen zum selben Thema, ja? Und dann hat man schon ein Auslegungsschema. Und Sie können nachschlagen über Sonntag, wo Sie wollen. Sonntag, Auferstehungstag, ist immer in der Bibel der erste Tag der Woche. Jedes Mal. Am ersten Tag der Woche. Am ersten Tag der Woche versammelten sie sich. Das ist immer Sonntag. Das ist immer Auferstehungstag. Schlagen Sie in der Bibel nach unter Tag des Herrn, werden Sie immer darauf kommen, ja, Tag des Herrn ist Tag des Herrn, oder? Also lassen wir doch so stehen.
Außerdem erwähnt Johannes gleichzeitig in Verbindung mit dieser Aussage, ich war im Geist am Tag des Herrn, den Zusatz, und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Dieser Zusammenhang ist sicher kein Zufall, weil der Tag des Herrn oft in Verbindung steht mit dem Posaunenschall, schon im Alten Testament, Zephania 1, Vers 14 und 16. Nahe ist der große Tag des Herrn, ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und Drangsal, ein Tag des Posaunenschalls und des Lärmblasens. Ja, warum hören wir denn schon eine Posaune bei der Entrückung? Ja, es ist doch eigentlich klar. In dem Moment, wo der Engel in die Posaune stößt und wir die Posaune Gottes hören und die Gemeinde Jesu von dieser Erde weggeholt wird, in dem Moment wird ja auch durch diesen Posaunenschall gleichzeitig der Tag des Herrn eingeblasen. Ja? Der Tag des Heils ist vorbei, ist abgeschlossen, das heute. Jetzt kommt das Gericht. Gott greift ein. Also von daher ist anzunehmen, der Johannes auf Patmos, der sieht im Geist die Gerichtszeit der Apokalypse. Und darum heißt es einen Satz später, und was du siehst, das schreibe in ein Buch. Jetzt mal die Verbindung. Ich war im Geist am Tag des Herrn, ich höre die Posaune und er sagt mir, was du siehst, nämlich die ganze Apokalypse, den ganzen Tag des Herrn, den er im Geist erfährt, schreib in ein Buch, die Offenbarung. Heute dürfen wir stark davon ausgehen, und da komme ich zu einem heiklen Thema. Wir sagen es ja immer wieder, aber ich glaube, Sie erfahren das ja auch, es spitzt sich dermaßen zu, dass wir gegen Ende des Tages des Menschen gekommen sind und damit zu Beginn des Anbruchs des Tages des Herrn. Er ist noch nicht da. Noch haben wir Tag des Heils und Tag des Menschen. Beides läuft miteinander aus, dann kommt der Tag des Herrn. Ganz bewusst, ich möchte sagen, nach meinem Dafürhalten, nach meinem Gefühl, nach meiner Erkenntnis, wie nie zuvor, ganz bewusst verabschiedet man sich in der freien Welt heute vom Christentum. Ganz bewusst. Vielleicht vor Jahren noch unbewusst. Heute ganz bewusst, man verabschiedet sich vom Christentum. Gleichzeitig ist man offen für alles andere. Nie zuvor habe ich solch öffentliche und zur Schau getragene, schamlose Blasphemie zu Weihnachten beobachtet wie in diesem Jahr. Einige Male. So schlimm, dass ich wirklich geschrien habe, Herr, vergib uns, wie dieses Kind in der Krippe verübt wird, in Medien, in Zeitschriften, in Television, in Theaterstücken, in Komödienshows, so brutal. Mohammed dürfen Sie nicht antasten, keine Karikatur, aber mit Jesus wird das Schlimmste gemacht. Dem atheistischen Ansinnen Christmas, ja, Christsein, in X-Mess umzudeuten, das macht man ja bewusst. Bloß nichts Christliches mehr, weg damit. Aber schöne Fest verkaufen wollen wir ja doch. Sogar Ex Libris, habe ich gesehen, ich sage es, machte in ihrer Werbung Geschenkvorschläge nicht zum Christfest, sondern zum X-Mess. Ex Libris. Na, ja, vielleicht, weil sie auch ein X drin haben. Ne? Geschenkvorschläge zum X-Mess. In einem IDEA-Beitrag heißt es,
Ist die EU-Hauptstadt Brüssel gegen das Christfest die Verweltlichung Europas macht auch vor dem Christbaum nicht Halt? Man kann ja vom Christbaum halten, was man will, aber er ist ja ein christliches Symbol für die Geburt Jesu. Die EU-Metropole Brüssel hat die traditionelle Fichte von dem großen Platz durch eine 24 Meter hohe elektronische Installation aus Röhren und Projektionsflächen ersetzt. Sollen Muslime und andere Nichtchristen vom Anblick einer christlichen Tradition verschont werden? Ich habe das Bild gesehen, also zum Schreien. Also da haben die einen Vogel oder was? Also so grüne Kästen aufeinander gestapelt. Und dann lese ich in einer, war es dieselbe Zeitschrift, ich weiß nicht mehr, oder eine andere. Ja, aus, eben wegen den Moslems und die Andersgläubigen und so. Und die sind gar nicht so. Die zeigen uns auch schon einen Vogel. Ja? Die sagen immer, was ist mit euch Christen los? Ja? Und da sehe ich ein Foto, Weihnachten in Dubai. Ich sage Ihnen, eine Riesenhalle mit einem wunderschönen Riesentannenbaum und Sternen und Geglitzer und Weihnachten noch und nöcher in Dubai. Und im christlichen Europa stellen sie so ein Mastvieh dahinter oder was. Ja, also. Und dabei handelt es sich ja nicht mehr, das ist ja der Unterschied in unserer Zeit, es handelt sich dabei ja nicht mehr um eine auferlegte Abwendung vom Christentum, wie das damals durch den Nationalsozialismus oder Kommunismus geschah. Ihr müsst jetzt nicht mehr glauben, ihr dürft nicht mehr glauben. Nein, heute ist das ja, das geschieht ja aus dem Volksbegehren heraus. Durch die Medien und alles, eigentlich auf freiwillige Art und Weise. Alles, was mit der Bibel zu tun hat, wird aus öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen verbannt. Das Multikulturelle des Menschen, des Tages des Menschen, lehnt sich gegen den Tag des Heils auf. Das Resultat wird der Tag des Herrn sein. Der Europarat diskutiert darüber, Mutter und Vater abzuschaffen. Gleichzeitig sollen Homosexuelle und Lesbenpaare Kinder haben dürfen. Keine Ehrfurcht vor dem Leben mehr da. Neueste Nachricht, alte Leier. In Holland hat in 2011 gegenüber dem Vorjahr die Zahl, die durch Euthanasie zu Tode gekommen, um 18% zugenommen. In Belgien erwägt man bereits eine Sterbehilfe für Minderjährige. Was ist das für eine Welt? Gott lässt immer noch zu. Immer noch. Schweigend zu, hält sich zurück. Immer noch Tag des Heils. Jemand meinte, dass sich vor 20 Jahren noch einzelne Ereignisse isoliert herausgreifen ließen, die apokalyptisches Gepräge trugen. Jetzt aber ergössen sich diese Ereignisse wie Sturzbäche. Die gesamte Palette von Kirche, Kultur, Medien, Politik und Bildung befinden sich mittlerweile unter einer antichristlichen Dunstglocke. Und Alexander Seibel, unser Freund, erwähnte in einem Vortrag in Sindelfingen sinngemäß, dass wir in einer Zeit leben, in der man Täter wie Opfer behandelt und Opfer wie Täter. Normales wird zu pervers. Perverses zu normal. Ausländer behandelt man wie Einheimische. Einheimische werden behandelt wie Ausländer. Mohammed wird so behandelt, als hätte er wie Jesus gelebt. Jesus wird behandelt, als hätte er wie Mohammed gelebt. Jesaja 29, 16. Weh euch, die ihr alles verdreht. Und mit dieser bewussten Verabschiedung vom Christentum
verabschiedet man sich natürlich auch gegen Israel. Das muss ich noch kurz erwähnen. Das eine zieht das andere nach sich und das ist auch ein Gradmesser für den geistlichen Stand. So hat beispielsweise die UNO die unzähligen Raketenangriffe im November der Palästinenser gegen Israel damit honoriert, dass die palästinensische Delegation innerhalb der UNO aufgewertet wurde. Sie haben das mitbekommen, ja? Und diesen beobachtenden Nicht-Mitglied-Status erhalten hat. Ein Schlag ins Gesicht Israels. Von der UNO, das heißt von der ganzen Welt. Nur ein paar wenige haben sich enthalten. Ich glaube Holland, Deutschland, glaube ich, Amerika, Kanada und so weiter. Schweiz hat dafür gestimmt. Ja, ich kann es jetzt sagen, ich bin auch Schweizer. Schweiz hat dafür gestimmt. Neutrale Schweiz, die hätten sich doch enthalten können. Wir hätten uns doch enthalten können. Wir sind doch neutral. Hätte es doch keiner für übel genommen. Nein, wir enthalten uns nicht neutral. Also ich sage Ihnen, wie lange schaut Gott noch zu? Paulus warnt in Römer 2,5, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Du lebst jetzt noch am Tag des Heils, am Tag des Menschen. Du häufst dir Zorn aus, Gott hält sich noch zurück. Bis zum Tag des Zorns. Das ist gleichsam der Tag der Offenbarung, der in dem letzten Buch der Bibel geschrieben steht. Ja, nochmal, du häufst dir Zorn auf für den Tag des Zorns. Sie schreien, der Tag deines Zorns ist gekommen. Und der Offenbarung der gerechten Gerichte Gottes, nämlich der Offenbarung. Apokalypse. Der Mensch häuft auf und Gott sieht zu, Gott sieht zu. Okay, sechster Tag, siebter Tag, mache ich ein bisschen schneller. Sechster Tag, Tag Gottes, 2. Petrus 3, 11 bis 14. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Tag Gottes. Das Kommen des Tages Gottes ist die letztendliche Erfüllung aller biblischen Prophetie. Wie Gott Johannes gesagt hat, im Moment des Schalls des siebten Engels zur siebten Posaune will Gott das Geheimnis vollenden, das er seinen Propheten verkündigt hat. Das heißt, alles, was Gott seinen Propheten im Alten Testament verkündigt hat und sich bis heute noch nicht erfüllt hat, wird sich in der Offenbarung erfüllen. An diesem Tag Gottes, der dann im Anschluss daran kommt, ja, dem sollen wir entgegeneilen. Er ist der Tag des Herrn. Das ist die große Trübsal, die Offenbarung, tausendjährige Reich, ist der Tag des Herrn. Und dann werden die Elemente zerschmolzen, weil sich die Welt nochmal aufbegehrt gegen Gott. Er greift ein und dann geht es in die Ewigkeit, es geht in den Tag Gottes. Und diesem Tag sollen wir entgegeneilen. Was bedeutet das? Das kann man doch eigentlich gar nicht. Doch, es ist, als wenn Petrus sagt, wartet nicht nur auf die Entrückung, seid darauf aus, habt es in eurem Herzen als Wunsch, als Verlangen, nicht nur entrückt zu werden, dass der Herr jetzt kommt, sondern dass sich alles erfüllt. Schaut bis in die Ewigkeit hinein. Eilt diesem Tag Gottes entgegen und seht auf diesen Tag und tut alles dafür, dass ihr selber auch unbefleckt dasteht und liebt diesen Tag. Ersehnt ihn euch. Andere Besetzungen sagen, er strebt, beschleunigt ihn. Beschleunigen kann man den Tag Gottes ja in dem Sinne nicht, weil er kommt ja nach dem tausendjährigen Reich.
Wir können ja aus 1000 Jahren keine 100, 500 Jahre machen. Ne? Aber es bedeutet, sehnt euch danach. Beschleunigt, wenn wir das mal erkennen würden, dass Petrus das sagt, im Blick auf den Tag Gottes, also nach der Entrückung, nach der Offenbarung, nach dem tausendjährigen Reich, die Ewigkeit, die mit dem Tag Gottes beginnt, das soll unser letztes Ziel sein. Unsere Hoffnung, unser Trost, unser Begehr, unsere Gottesdienste, unser Leben, unsere Gebete, alles soll daraufhin ausgerichtet sein. Und dann zum Schluss, also für die Ewigkeit leben, ja. Der Tag der Ewigkeit, 2. Petrus 3, 18. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Das passt, ne? Tag der Ewigkeit. Amen. Können wir mit einstimmen? Und bis dahin, nun sagt Petrus, wachset in der Gnade, wachset in der Erkenntnis, seid bestrebt. Wachsen wir, wachsen Sie in der Gnade? Das Gegenteil davon ist, dass wir den Heiligen Geist betrüben, das kann passieren, aber dann dürfen wir aufstehen und weitergehen. Wachset in der Gnade, wachset in der Erkenntnis, befasst euch mit seinem Wort. Leb aus der Gnade, nicht immer aus deinem miesen Peter-Dasein in deinem Herzen, ja? Wo alles so dunkel ist. Halt dir doch vor Augen, dass du mit dem Heiligen Geist versiegelt bist auf den Tag der Erlösung. Dass du Heilsgewissheit hast, dass dich nichts aus der Hand Gottes reißen kann. Dass es diese Ewigkeit gibt, den Tag der Ewigkeit. Das ist gleichzeitig eigentlich die Überleitung. Tag Gottes und Tag der Ewigkeit, das gehört auch wieder zusammen, ja? Das kann man auch nicht voneinander trennen. Tag Gottes ist gleichzeitig dann auch der Tag der Ewigkeit. Himmel und Erde wurde zerstört und die Folge war, neuer Himmel, neue Erde wurden aufgerichtet. Das jüngste Gericht hat vorher noch stattgefunden und jetzt ist Gott alles in allem. Und da möchte ich noch lesen zum Schluss, 1. Korinther 15, 24 bis 28. Danach das Ende. Das ist der Tag Gottes, Tag der Ewigkeit. Wenn er das Reich Gottes, unser Herr Jesus, dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat, auch den Tag des Menschen. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Über diese Zeit, ihr Lieben, haben wir keine weitere Offenbarung. Hört die Bibel auf. Da wissen wir nur ganz, ganz weniges. Zum Beispiel, dass dann der Tod endgültig aufgehoben ist. Es gibt keinen Tod mehr. Dass Gott in unzerreißbaren Banden der Liebe mit seinem Geschöpf verknüpft sein wird. Und dass er selbst mit seiner ewigen, dauernden Gegenwart den neuen Himmel und die neue Erde ausfüllt und jeden einzelnen Menschen. Und dass er uns nicht mehr verbirgt. Wir sehen Gott. Er ist Geist. Wir sehen ihn im Angesicht Jesu. Die Engelwelt. Neues Sphärenbild. Die menschliche Sprache reicht da nicht mehr aus. Tag der Ewigkeit. Und dann werden wir ihn fragen können, Gott, wieso hast du das alles so, ja, Tag des Heils, Tag des Menschen, alles so lange toleriert und hättest du das nicht auch anders machen können? Und dann wird er uns erklären, warum das alles so sein musste und kommen musste. Und wissen Sie,
dann werden wir alle auf unsere Knie fallen, unsere Krone nehmen und ihm hinwerfen und sagen, Gott, du hast alles so fantastisch gemacht. Möchten wir doch im Hinblick auf all das Schwere, das sich heute noch am Tag des Menschen über uns Menschen ergießt, den Tag Gottes erwarten, ihm entgegeneilen, ersehnen, völlig darauf hoffen. Und, ja, noch einmal, der Tag des Heils ist heute, ist Ihre Chance. Wenn Sie jetzt sagen, ja, jetzt habe ich so ein Stück weit vielleicht im Ansatz verstanden, wie das alles läuft. Herr, hier ist mein Leben. Wenn Sie das in Ihren Gedanken aufrichtig im Gebet beten, ich glaube daran, der Heilige Geist wird in Ihr Herz kommen und Sie versiegeln. Auf ewig. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns doch Einblick schenkst durch die Bibel in dein Handeln und selbst in dein Nichthandeln. Warum das dazugehört? Damit wir unsere Grenzen erkennen, aber gleichzeitig deine Grenzenlosigkeit und umso mehr merken, dass wir dich, den Ewigen, brauchen. Danke jetzt schon für diesen Tag der Ewigkeit, der kommt. Lass uns solche sein, Herr, wirke das, die deinen Tag ersehnen, dafür leben, dass wir deinen Geist nicht betrüben. Und schenke, dass viele, vielleicht heute Nachmittag hier in unserer Mitte, dass hier Menschen sind, die jetzt vielleicht in diesen Augenblicken in ihrem Herzen sagen, o Herr, das ist auch der Tag des Heils für mich. Ich nehme ihn an. Jesus Christus. Amen. Amen. Vielen Dank und Gottes Segen.